Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich habe uns heute Morgen ein Bild mitgebracht. Auf diesem Bild sehen wir Joshua Bell, ein bekannter Geigenspieler. Der hat sich eines Tages als Straßenmusiker verkleidet, hat seine Geige genommen und ist morgens in eine U-Bahn-Station gegangen, hat sich hingestellt zwischen Eingangstür und der Rolltreppe, hat seine Geige ausgepackt, die 3,5 Millionen Euro wert ist, und angefangen, Lieder zu spielen. In 43 Minuten sind mehr als 1000 Menschen an ihm vorbeigegangen. Alle, fast alle vollgestresst. Von diesen mehr als 1000 Personen sind 60 ganz kurz angehalten, hingehört, haben 32 Dollar hingeschmissen und sind weitergegangen. Nur eine einzige Person hat ihn erkannt. Ich habe nachgeguckt, das günstigste Ticket auf sein Konzert kostet 200 Euro. Joshua hat an diesem Tag den Menschen die Möglichkeit gegeben, Musik zuzuhören, vielleicht sogar ihn anzusprechen oder vielleicht auch ein Bild mit ihm zu machen. Aber die Menschen hatten einfach keine Zeit gehabt. Die sind einfach an ihm vorbeigegangen. Und das zeigt, wie wir Menschen sind. Besonders auch in Bezug auf Gott. Wir sind kurz vor Weihnachten. Und das werden wir in diesen Tagen sehr oft hören, dass die Menschen Jesus nicht angenommen haben. Und genau das möchte ich mit uns zusammen heute in Matthäus Kapitel 22 in einem Gleichnis anschauen. Matthäus Kapitel 22, ich lese erstmal die ersten drei Verse. Da begann Jesus und redete wiederum in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Als erstes versucht Jesus hier, das Reich Gottes mit einem König zu vergleichen. Natürlich stellt man sich die Frage, was meint Jesus mit dem Reich der Himmel? Das kommt nur im Matthäus-Evangelium vor, und uns ist es auch wichtig, mal zu fragen, was haben die Juden damals darunter verstanden? Das Reich der Himmel. Ja, die Juden haben es so verstanden, das messianische Reich. Die Zeit, wo der Messias kommt und die Herrschaft übernimmt. Als Johannes der Täufer begann zu predigen, da sagte er: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ist eine Andeutung, das messianische Reich ist schon ganz nah angekommen. Auch später, als Johannes der Täufer bereits im Gefängnis saß und Jesus unterwegs war und predigte, sagte Jesus auch: Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. An dieser Stelle grenzt Jesus die Zeit ein bisschen ein und sagt: von der Zeit, als Johannes der Täufer begann seinen Dienst an, als Johannes der Täufer begann, den Weg des Messias vorzubereiten, bis jetzt, sagt Jesus, leidet das Reich der Himmel. Aber auch in Lukas Evangelium, da wird ein anderer Begriff, das Reich Gottes, benutzt, aber da wird deutlich gesagt: Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also wir können es eingrenzen, wir sehen hier, dass das Reich der Himmel ein Bereich ist, in dem Gott sich als Herr erweist. Ja, das Reich der Himmel gleicht einem König, sagt Jesus. Der König ist die höchste Person im Land, und hier wird eine Geschichte erzählt. Der König macht ein Hochzeitsfest für seinen Sohn.
Und die Hochzeiten zur Zeit Jesu wurden einige Tage gefeiert, meistens eine Woche. Und natürlich war so eine Einladung für einen Bauern oder Landwirt nicht immer einfach. Die mussten sich tagtäglich um die Tiere oder um das Land kümmern. Aber gleichzeitig war das eine Ehre, von einem König eingeladen zu werden. Und normalerweise wagte es kaum einer, so eine Einladung auszuschlagen. Und hier werden die Knechte ausgesandt, um die Geladenen zu rufen. Das bedeutet, die Einladung an sich musste schon vorher rausgegangen sein. Die Menschen wussten Bescheid, dass sie eingeladen sind. Die wussten Bescheid, dass es eine Hochzeitfeier gibt. Und so können wir dieses Gleichnis zum Teil auch in Echtzeit aufteilen und sagen, okay, die Juden wussten auch durch die Propheten, dass der Messias kommen wird. Gott hat bereits schon angekündigt, dass der Messias kommen wird. Und zeitlich einzuteilen können wir in Matthäus Kapitel 10, Vers 5 bis 7 Folgendes lesen. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebt euch nicht auf die Straßen der Heiden und betretet keine Stadt der Samaritern, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Hier sehen wir in Echtzeit, wo die Einladung rausgeht und die Menschen sind eingeladen. Das Evangelium sollte zuerst den Juden gebracht werden. Sie sind die Ersten, die eingeladen sind. Und der Text sagt uns, und sie wollten nicht. Als Jesus das Gleichnis in Matthäus Evangelium erzählt, da befindet er sich einige Tage vor Karfreitag. Es ist nicht mehr lange hin, dass er gekreuzigt wird. Und an diesem Tag, besonders an diesem Tag, spricht er sehr viel Klartext. Vorher erzählt er ein Gleichnis über zwei Söhne, wo der Vater auf seine Söhne zugeht und sagt, komm, arbeite in meinem Weinberg. Und der eine sagt, ja, natürlich. Und später geht er doch nicht. Und dann spricht er den zweiten an. Und er sagt, nein, ich möchte nicht. Und dann geht er doch und arbeitet. Später sagt Jesus ein Gleichnis über einen bösen Weingärtner, der die Knechte tötet und anschließend auch den Sohn tötet. Und dann heißt das, und die Hohepriester und die Pharisäer erkannten, dass er von ihnen sprach. Jesus war schon deutlich genug, dass die Menschen verstanden haben, es geht um uns. Und in dieser aufgeheizten Diskussion spricht Jesus das Gleichnis über die Hochzeit. Und sie wollten nicht kommen. Wir sind dazu geneigt, ganz schnell weiterzulesen. Aber was hat das für Jesus bedeutet? Denn von Anfang an, als Jesus kam, hat er diese Abneigung hautnah erlebt. In Johannes Kapitel 1, da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch später, als er kurz vor der Kreuzigung auf die Stadt Jerusalem schaut und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und das ist gleich schon eine Anspielung auf die zweite Einladung. Oft hat Jesus die Menschen eingeladen und oft hat er das erlebt, dass die Menschen es nicht wollten. In unserem Text geht es weiter im Vers 4 bis 7, eine zweite Einladung. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als das der König hörte, wurde er zornig, sandte seine Heer aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Wir sehen hier, dass die zweite Einladung etwas mehr beschrieben wird. Die anderen Knechte
beschreiben die Hochzeit und versuchen, die Geladenen zu motivieren und sagen, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Es ist alles bereit. Kommt, kommt zur Hochzeit. Der wesentliche Unterschied zwischen der ersten Einladung und der zweiten Einladung ist, dass das Mastvieh bereits geschlachtet ist. Und das ist vielleicht ein Hinweis für uns, wenn wir das zeitlich einordnen möchten. Die Juden haben Jesus abgelehnt. Und Jesus wird ans Kreuz genagelt. Als Lamm Gottes für die Sünden der Menschen wird er geschlachtet. Und am Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Und nach der Kreuzigung geht die Einladung weiter. Auch mit diesem Hinweis, das Lamm Gottes ist bereits geschlachtet. Kommt, die Einladung gilt noch. Und dann können wir die Apostelgeschichte aufschlagen. Kapitel 5. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus als den Christus zu verkündigen. Und Kapitel 6. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Lukas berichtet uns hier in der Apostelgeschichte, dass die Einladung immer noch gilt. Aber unser Text sagt, dass auch da sehr viel Abneigung war, dass die Menschen es nicht wollten. Ich wiederhole nochmal, sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. So wie die Einladung weiter gilt, so auch die Verfolgung ist aktuell. Und das können wir auch in der Apostelgeschichte wiederfinden. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Das ist die Zeit, wo Stephanus die Einladung Gottes überbringt. Können wir uns das Bild einmal vorstellen? Sie hielten sich die Ohren zu. Sie wollten die Einladung nicht mehr hören. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Und an jenen Tagen erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete der Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Während Stephanus getötet wird, gehen die anderen weiter. Vielleicht durch diese Verfolgung werden die Knechte Gottes mit der Einladung weitergeschickt. Apostelgeschichte 11 sagt uns, wie weit die Einladung geht. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Drangsal, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort zu niemanden als nur zu Juden. Es ist immer noch die zweite Phase der Einladung. 1:1, so wie in unserem Text, so sehen wir das auch in der Apostelgeschichte. Doch der König reagiert auf die Härte der Herzen und sandte seine Heer aus und brachte diese Mörder um. Und genau das geschah 70 nach Christus. Die Römer haben Jerusalem angegriffen, haben den Tempel zerstört und angezündet. Und in dieser Belagerung und Angriffszeit kamen ungefähr 1,1 Millionen Menschen ums Leben. Doch das, was wir zwischen den Zeilen lesen können, wenn wir Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen, erfahren wir, dass die Christen ihr Eigentum verkauft haben, das Geld zu den Aposteln gebracht haben. Bedeutet, dass die Christen an nichts gebunden waren und sie konnten in dieser Zeit ganz schnell fliehen. Und Gott sorgte dafür, dass die Kinder Gottes nicht ums Leben gekommen sind. In dieser Verfolgungszeit sorgte Gott dafür, dass viele Christen Jerusalem frühzeitig verlassen haben und konnten so gesehen die Einladung Gottes weiterbringen. In unserem Text gibt es auch eine dritte Einladung. Da heißt es ab Vers 8,
Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten alle zusammen, so viele sie finden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Und genau das können wir auch wieder in Apostelgeschichte und in den anderen Briefen finden. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. So sei euch nun kundgetan, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist. Und hier sehen wir, ab jetzt gilt die Einladung allen Menschen, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Wie lange? Bis die Vollzeit der Heiden eingegangen ist. Meine persönliche Überzeugung, dass wir uns gerade in dieser Zwischenzeit befinden, bis die Vollzeit der Heiden eingegangen ist. Doch unser Text sagte uns, dass der Hochzeitssaal voll war. Und ich persönlich denke, dass das noch zukünftig ist, weil heute ist noch Gnadenzeit. Heute gibt es noch Platz bei Gott. Was geschah, als der Hochzeitssaal voll war? Als aber der König hineinging, um die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und wirft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja, wir sehen hier in unserem Gleichnis, dass der Hochzeitssaal voll ist. Aber da ist einer, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Das bedeutet nicht, dass er keins bekommen hat oder keine Möglichkeit hatte. Und natürlich fragen wir uns jetzt, was ist das jetzt für Zeit und was ist das jetzt für ein Ort? Denn der Himmel kann es nicht sein. Denn die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, dass dort niemand kommt, der nicht würdig ist. Da müssen wir aber ganz besonders aufpassen, wie hat Jesus die anderen Gleichnisse erwähnt. Zum Beispiel spricht er über das Gute und das Böse Same, welches auf einem derselben Acker wächst, bis das Gericht kommt. Da sagt Jesus, lasst beides wachsen, bis zur Ernte. Oder in einem anderen Gleichnis erzählt er von einem Fischernetz, wo böse und gute Fische hineinkommen und später aussortiert werden. So können wir diese dritte Einladung vielleicht in die gesamte Gemeindezeit und Christenheit einstufen. Dass der Mensch, der kein Hochzeitsgewand anhatte, vielleicht ein Bild für einen Namenschrist ist, für einen Menschen, der mitten unter uns ist, vielleicht an Gott glaubt, die Bibel liest, vielleicht sogar aktiv in der Gemeinde ist, aber immer noch keine persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut hat. Vielleicht jemand, der über alles Bescheid weiß, aber Jesus noch nicht im Herzen aufgenommen hat. Denn als der verlorene Sohn zu seinem Vater kam, was ist da passiert? Der Vater schickt seinen Diener und sagt, bringt bitte ein Festgewand, ein Ring und die Schuhe und kleidet seinen Sohn ein. In diesem Moment hätte er auch ablehnen können, aber er nahm es auf. So ist das auch mit unserem himmlischen Vater. Er gibt uns ein Festgewand. Wir müssen es nur anziehen. Und vielleicht fragst du dich heute, was hat dieses Gleichnis mit mir persönlich zu tun? Es ist eine Geschichte von damals. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns entweder diese Phasen schon erlebt hat oder vielleicht erleben wird. Gott spricht jeden persönlich an und lädt ihn ein. Dann kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo du verstehst,
dass Jesus Christus auch für mich persönlich am Kreuz gestorben ist. Vielleicht ist das eine zweite oder dritte Einladung, wo ich verstehe, dass Jesus für meine Sünden leiden musste. Und die Frage ist nur, wann reagiere ich auf die Einladung? Vielleicht erleben wir die dritte und die nächste Einladung. Die Frage, die offen bleibt und die jeder persönlich von uns beantworten muss. Habe ich die Einladung eingenommen? Habe ich das Festgewand an? Bin ich bereit? Und besonders in dieser Adventszeit, Ankunftszeit, Vorbereitungszeit, lasst uns Zeit nehmen, um unser geistliches Zustand einfach zu überprüfen. Wie stehe ich vor Gott? Bin ich bereit? Kann ich auf dieser Hochzeit bleiben? Oder werde ich auch hinausgeführt? Möge Gott uns einfach segnen beim Nachdenken und uns Kraft schenken, die richtige Entscheidung zu treffen. Amen. Lasst uns zusammen beten.